1:28.60 die offizielle Siegerzeit über 600 Meter bei den Frauen eben. Mit der Überraschungssiegerin aus der Schweiz und dem zweiten Platz für Christina Hering, die hinten nochmal richtig gut aufgekommen ist. Und bei diesen kühlen Witterungsbedingungen, also ihren Saisonstart sozusagen hingelegt hat. Jetzt schauen wir mal auf diesen dritten Lauf, was dort möglich und machbar ist. Bei den Frauen und bei der Jugenddurchgang 29 Sekunden, also ziemlich zügig auch hier wieder unterwegs. Ihr habt das bisher super gemacht mit der Unterstützung. Vielleicht jetzt auch wieder, kommt nochmal für alle Athleten in diesem dritten und letzten Lauf, bevor es dann zu den Männern geht. Lisa-Marie Haas, TSV Riederliches Form. Dahinter Daniela Bauermeister. Durchgang 63,5 Sekunden für die Lisa-Marie Haas. Ja, und jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade retten, dass wir dort auch den Rückenwind mitnehmen. Und dann auf die letzten 100 Meter in diesem dritten und letzten Lauf über 600 Meter. Und da wird es nochmal richtig eng davon. Und am Ende haben wir dann eine 1:40, 1:40, 1:54 für die Siegerin in diesem Lauf.